So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge Unboxing, aber ein ganz besonderes, denn es geht wieder los. Der Bier-Adventskalender ist am Start, das vierte Jahr in Folge. Diesmal wurden wir gesponsert von einem Zuschauer und diesmal ist es auch ein anderer als sonst. Den Unterschied werde ich euch gleich mal zeigen. Adi ist auch wieder am Start. Ich hoffe, das bleibt so, dass der uns alle Folgen dabei ist. Denn Adi hat auch wieder einen Weihnachtskalender, einen Adventskalender. Aber diesmal nicht ein, sondern sogar zwei. Ich möchte euch mal ganz kurz zeigen, wie der Bier-Adventskalender aussah, als ich mir den das allererste Mal geholt habe. Das war dieser hier von Kalea, Original Kalea Bier-Adventskalender. Ihr seht hier einen Kranz, in der Mitte ein Bier angepriesen und hier so einen blauen Schimmer. Das war der allererste Bier-Adventskalender, den ich mir je geholt habe. Mit 1000 Sorten drin und ganz typisch, am 24. gab es dann immer das Bad Santa Bier mit einer Weihnachtsmütze drauf. Dann das Jahr darauf hatte ich die 2020er Version, sieht alles im Prinzip genau gleich aus, nur dieser blaue Schimmer ist weg. Dafür habt ihr jetzt hier eine strahlende, ich weiß nicht was das ist, ein Keller mit lauter Bier- und Weinflaschen drin. Das Design hat sich also minimal verändert, der Rest ist auf jeden Fall gleich geblieben. Aber was auch noch gleich war, am 24. gab es wieder Bad Santa in der 2020er Edition. 2021 sah das Ganze dann genauso aus. Dann stand plötzlich hier noch dein Bierkeller, damit ihr auch wisst, was das ist. Alle Biere drin, 24 Stück. Und es gab natürlich auch wieder eine Bad Santa Edition 21. Diesmal habt ihr ganz von Anfang an einen Bad Santa Bier Adventskalender von Kalea in der Special Edition. Also dieses Etikett, dieses Design, was auf den Flaschen war, ist diesmal dieser komplette Kalender inklusive Verkostungsglas wieder. Hier der Santa mit seiner Pfeife, der da sitzt, der das Rentier hier gebraten hat, über dem Spieß, der Wagen umgekippt, da steht der Alkohol daneben, da das Messer. Oben sieht es auch brutal aus, etwas blutig. Den habe ich von der Zuschauerin geschickt bekommen, weil die mit ihrem Mann auch jedes Mal Bier-Adventskalender hat und testet und immer im Vergleich zu mir schaut, wie was schmeckt. Danke dafür auf jeden Fall nochmal. Wir werden ihn jetzt gleich aufmachen, aber erstmal, damit die Wurst hier Ruhe gibt, müssen wir uns um die Wurst kümmern. So, und die Wurst hat natürlich wieder einen ganz normalen, chilligen Zoroyal Adventskalender bekommen. Da sind ja immer verschiedene Snacks drin. Den haben wir uns selber besorgt. Wir suchen gleich mal Türchen Nummer 1, weil er kann es schon gar nicht abwarten. Türchen Nummer 1 ist hier unten. Nehmen wir auch raus. Und immer das machen wir mal zu, dass das nicht abhaut. Es sind nämlich immer so kleine Tütchen drin mit irgendwelchen Snacks. Ah, die beruhige dich. Meistens in irgendeinem Tütchen waren auch immer so Fische. Die Fische hat er immer gar nicht gegessen. Alles andere müsste eigentlich gehen. Probieren Sie mal. Das sieht gut aus. Die Nase frisst. Ich gebe dir das jetzt mal hier rein, dass du das in Ruhe essen kannst und wir deinen Po sehen. Was ist da überhaupt drin? Knusperkissen reich an Huhn, Knusperkissen mit Rind und Malz, Knusperkissen mit Lachs, Knusperkissen mit Huhn und Käse. Das war es eigentlich schon, also vier verschiedene Knusperkissen-Sorten. Aber auch Adi hat, wie gesagt, einen zweiten Kalender, der uns auch zugeschickt wurde in der Fanpost. Und hier steht gefüllt mit ausgewählten Leckereien und Spielzeugen. Es werden also immer längere Folgen, weil ich dem Adi jetzt immer zwei Tütchen geben muss. Wir machen mal die erste Tüte auf. Dann haben wir drin diese Feder. Das ist ja total. Guck mal, Adi, willst du damit spielen? Das ist ja. Guck doch mal, hey, Adi, guck, zählt nicht, dann macht man so, hui, und dann fliegt die rum, hoppa, und jetzt ist sie bei dir, und jetzt kannst du ganz viel Spaß damit haben. Ich glaube, auf dem Fußboden wäre das wahrscheinlich sinnvoller, würde mehr Sinn machen. Gegessen hat er ja schon. Hat er jetzt noch was zum Spielen? Wir können es auch nehmen. Du kannst dahinter werfen. Nee, du bleibst jetzt hier. So. Wir kommen aber jetzt zu mir. Und zwar zum Bad Santa Adventskalender.
machen wir mal hier oben auf, denn da müsste jetzt das Verkostungsglas drinne sein. Was heißt Pull? Ich dachte, Pull heißt drücken. Wir ziehen aber mal, weil wir sonst eh nicht rankommen. Herausziehen, Transportschutz, okay. Dann pullen wir es mal in irgendeine Richtung, in die wir es nicht gerichtet kriegen. Ach, wir hätten den erst ganz aufmachen müssen. Moment, das ist mit Pull gemeint. So, ein Puller weg. Dann haben wir hier drin jetzt unser Verkostungsglas plus unser Heft. Jetzt habe ich schon 4 von diesen super genialen Biergläsern, wo Beer-Tasting draufsteht. Dieses Heft dazu, wo viel Werbung drin ist, hier immer ein bärtiger Mann zu sehen war, plötzlich nur noch Werbung für die Kalender ist. Aber ihr habt eure Liste, wo ihr den Namen eintragt von den Bieren und dann die Noten bewertet, also Punkte von 0 bis 5 Punkte vergebt für Etikett, Farbe und Schaum, Geruch und Geschmack. Und das wollen wir natürlich jetzt auch wieder machen. Suchen uns jetzt gleich mal die Nummer 1. Die Nummer 1 ist direkt daneben. Und ich bin jetzt schon gespannt, was hier drin ist, wie das aussieht. Und traditionell, das erste Türchen im ersten Kalender ist Perlenzauber. Ich habe da schon sowas erkannt, dass immer das erste Türchen Perlenzauber ist. Und immer in so einer Luke und immer unter Wasser. Und da steht jetzt extra Perlenzauber 2022. Perlenzauber ist Gypsy Brewing und wird jährlich in einer anderen Braustätte gebraut. 22 durfte die Braumeister der Memminger Brauerei ran und haben ein unfiltriertes Kellerpilz mit den Hopfensorten Hallertauer Tradition Mosaik und Iguanot gebraut. Das Ding hat 5%, ist Memminger Brauerei Perlenzauber 2022. Was mich nur wundert, das ist die Bad Sender Edition, aber es sind irgendwie die gleichen Biere bis jetzt drin, wie in den ganzen anderen normalen. So, was geben wir fürs Etikett? Das Etikett ist ja das Wichtigste erstmal, wie es aussieht. Das ist an sich stylisch, das passt eigentlich alles zusammen. Der goldene Deckel mit diesem dunklen Etikett, aber diesen gelben und goldenen Schriften, alles bisschen altbacken. Insgesamt wirkt das schon ziemlich anspruchsvoll, müsste man sagen. Ob man es jetzt ein bisschen dunkler mag oder auch nicht. Das Etikett ist schon in Ordnung, sieht eigentlich richtig gut aus, so als Bier. Für das Etikett würde ich also, weil es alles stimmig ist, 4 von 5 geben. Bin nicht so der dunkle Typ, aber irgendwie passt das alles zusammen. Ich bin in weihnachtlicher Stimmung, 4 von 5 fürs Etikett. Farbe und Schaum. Dafür müssen wir es natürlich jetzt aufmachen, einschenken, dann mal gucken, wie es ausschaut. Da entstehen immer die Thumbnails, wenn ich einschenke. Einmal einschenken in das gute Bierglas. So, da ist auf jeden Fall viel Schaum am Start. Das schlappert alles hoch, das sieht richtig gut aus, wie das hochperlt, wie das fließt. Diese Schaumkrone, die Farbe gefällt mir auch. Ist auf jeden Fall klar, du kannst durchschauen, ist nicht trüb. Und es ist auch nicht zu hell, es ist eigentlich eine starke Farbe, also Farbe und Schaum würde ich auch 4 von 5 Punkten geben gerade, direkt. Dann bewertet ihr natürlich noch den Geruch, das ist das Beste. Riecht schon wieder leicht wie Spülmittel, bisschen säuerlich, Geruch. Oh. Geruch würde ich jetzt 2 von 5 erstmal nur geben. Und jetzt kommt natürlich noch der Geschmack. Das ist ja das Wichtigste. Ja, da würde ich sagen, Prost, wir probieren mal. Also es schmeckt auf jeden Fall so ähnlich wie es riecht. Den Geruch fand ich ja jetzt nicht so toll. Aber irgendwie ist es beim Schmecken viel, viel bitterer. Mega herb, extrem bitter auf der Zunge. Es bitzelt auch schon wieder gleich direkt. Hat wieder so einen typischen chemischen Spülmittel-Effekt, Geschmack, irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas gut finden kann oder lecker finden kann. Für mich ist das immer nichts. Gypsy Brewing, Gypsy Brewing.
Mosaik Iguanod. Ich habe keine Ahnung, was sie da draufschreiben. 5%, also bis jetzt das schlechteste Bier aus dem Kalender. Boah. Würde für Geschmack, als wirklich das ganze Gesicht verzieht, einen von 5 Punkten geben. Ich weiß gar nicht, ob man 0 Punkte geben kann, aber ich gebe einfach mal einen. Kann es ja trotzdem trinken. Einen von 5 Punkten dafür. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr einen Bier-Adventskalender? Macht ihr auch Türchen auf? Jeden Tag wird es jetzt ein Türchen geben aus dem Bier-Adventskalender. Bin mal gespannt. Man kann irgendwann mal alle vergleichen und dann sieht man, dass es Betrug ist. Weil die jedes Jahr die gleiche Firma mit dem gleichen Bier und dem gleichen Etikett und dem gleichen Geschmack drin haben und schreiben außen nur drauf 21, 22 und den kaufen sie jedes Jahr neu. Das ist genial. Das war's von meiner Seite aus. Wir versuchen jetzt mal den Schluck noch auszutrinken. Moment. Ja, die Flasche ist leer. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich muss das für die Arbeit machen, ja. Wie man sieht, spielt der Adi trotzdem mit seiner Feder. Das heißt, was im ersten Moment komisch aussah, wird genutzt. Er nimmt das immer in den Mund und trägt das durch die Gegend. Und dann haut er dagegen und dann fliegt die rum und hey! Spaß für die ganze Familie. Zack! Da macht sogar die Mutter mit. Guck dir das an. Schatz. Jetzt fühlt er sich beobachtet. Oh. The Chico.